Okay. Ich fand ja gestrige Diskussion dann ja sehr gut über Komposition und Kompositionen. Ich habe mit Nikolas auch länger gesprochen. Nochmal. Ja, und? Ja, hast du deine Meinung revidiert? Oder? Nein, nein. Er sagt, er hätte bei der Auseinandersetzung mit diesem Titel, ja. Er hat ihn von Alan Byrne. Okay. Da hätte er am Anfang auch, war er sehr kritisch. So. Okay. Und er sagt im Prinzip, sollte es kein Unterschied sein, ob man das nun Present Time Composition nennt oder Improvisation oder freie Improvisation. Sagen wir Improvisation. Ja, 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 okay. Ist im Prinzip kein Unterschied. Es sind halt, was wir auch gesprochen haben, die Begriffe. Komposition ist mehr geknüpft an eine schriftliche Fixierung einer musikalischen Idee, die dann später gespielt wird. Da ist der Begriff Komposition. Ja, ja, ja. Du meinst dann, okay, das kommen wir auf die Begriffe, deswegen war ja auch die Frage, was da Komposition und Improvisation sich und was ist denn? Ja, ja, oder unterscheidet oder was auch immer. Ich meine, so wenn wir jetzt von Komposition reden, du meinst, das ist dann nur schriftlich fixiert? Nein, nein. Ne? Sondern? Ich glaube, beide Begriffe sind im Prinzip sehr, sehr generelle Begriffe. Mhm. Übergeordnete Begriffe. Ja, ja, ja. Komposition heißt einfach festsetzen. Ja. Und dieses Festsetzen kann eben in dieser schriftlichen Form passieren, mit dem Vorteil, dass man die Zeit zurückgehen kann und Dinge verändern und korrigieren kann. Ja, ja. Das Komponieren oder das Kompositionsdenken bei Improvisation ist halt dann die, da ist anders, dass du nichts revidieren kannst. Ja, ja. Aber was als Klang ereignet ist, das ist festgesetzt. Es ist zwar ephemär, also vergänglich, inwieweit es in unseren Köpfen festgesetzt ist oder auch da wieder verschwindet, ist nochmal eine andere Frage. Aber die Realisation des Klangs ist eine Form von Festsetzung, ja, eine ja. Setzung. Ja, 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 ja. Aber es ist halt einfach so, also das Aber ist kein kritisches Aber, sondern nur ein Nachdenken über Begrifflichkeit. Der Begriff Komposition ist bei uns mehr geknüpft an diese Form der schriftlichen Festlegung, die danach umgesetzt wird, ja, ja, in Musik. Ja, ja. Und deswegen finde ich, Present-Time-Komposition oder Instant-Composing oder ja, Echtzeit-Komposition ja. Ist eigentlich... Das sind ähnliche Sachen. Ja, ja, ja. Nicola hat noch gesagt, ja, es geht vielleicht auch in einem kleinen Aspekt um eine Aufwertung des Anspruchs an die Improvisation. Okay. Ja, ja, das meine ich. Das haben wir ja gestern gesprochen. Genau. Aber das ist eigentlich auch nur ein psychologisches Element. Mhm. Er hat ja dann in seinem Kurs Vergleiche gemacht mit Situationen, wo ein Komponist sozusagen so etwas festgelegt hätte. Mhm. Das ist natürlich das Beispiel. Es sind drei Leute am Spielen und dann kommt eine vierte Person dazu und alle denken, ah, was macht der jetzt? Und die Konzentration geht weg oder sie werden leiser oder ihr Spiel wird ein bisschen indifferent. Mhm. Wenn das ein Komponist macht und die Interpreten dann das spielen, sind die drei bereits spielenden Stimmen da und die haben diese Verunsicherung nicht. Aber das ist ja, das ist irgendwie müßig, das zu vergleichen, weil es tatsächlich ein anderer Vorgang ist. Und die drei als Interpreten, die wissen, bei Sekunde 53 kommt dann der laute Ton des Horns. Ja, ja, genau. Die wissen das. Ja, ja, genau. Die wissen das voraus. Ja, 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 ja. Was ist dann das Problem? Also das sind dann tatsächlich einfach zwei ganz unterschiedliche Dinge, wo ich dann den Vergleich eigentlich nicht so relevant finde. Weil wenn eine vierte Stimme zu drei bereits spielenden Stimmen dazukommt, ist das eine musikalisch-soziale Interaktion, die stattfindet. Und dann darf es auch sein, dass bereits Spielende dann aufmerksam werden und vielleicht ein bisschen transparenter spielen und mehr hören. Ja, ja, aber den Raum öffnen. Genau, aber bei der Komposition kann ich nicht, dass der nachher Gespielte nicht mehr ändern. Ja, klar.
Bei der Improvisation könnt ihr dann darauf reagieren. Ja, ja, eben. Ja, ja. Entweder verändere ich meine Idee, ja, was oder ich habe, bleibe oder ich, genau. Ich lasse es komplex werden. Exakt. Fast ein bisschen dicht, über dicht. Exakt, genau. Ja, ja. Das sind dann Entscheidungen. Genau. Wobei der Hauptunterschied natürlich letztlich ist, also nicht nur im Entstehungsprozess, sondern bei der Komposition ist normalerweise ein Mensch, genau, der den Zeitraum bestimmt. Bestimmt, genau. Und bei der Improvisation ist es ist abhängig. Ist eine kollektive Arbeit. Oh, okay. Das ist etwas extrem anderes. Exakt, genau. Aber wie wäre es dann, wenn ich dann als Solo spiele? Da ist dann bei mir auch, dann die Entscheidung liegt ja bei mir. Ich bin natürlich. Du bist für alles verantwortlich. Exakt, genau. Ich bin ja eigentlich Schöpfer, der Komponist in diesem Fall. Ja, du bist eigentlich Interpret und Komponist in der gleichen Zeit. Exakt, genau. Ja, ja. Da kann man, es gibt halt da auch immer wieder die Diskussionen, was heißt freie Improvisation bei einem Solisten? Genau. So im Kontext der Pädagogik oder der Musikausbildungen sagt man einfach, man lernt extrem viel, wenn man im Kollektiv improvisiert. Ja, ja. Also auch natürlich Duos sind ganz ja, viel, ja, was ja, wir ja gestern viel gemacht haben. Kleine Formationen, größere ja, Formationen. Ja, ja. Um die ganze Interaktion des Spielens, des Entscheidens, des sich rausnehmens, des Formens des Stücks, diese Interaktion im Kollektiv zu bewältigen. Ja, ja. Wenn man alleine improvisiert, denke ich, tendenziell spielt man eher Dinge, die man schon kennt. Gespielt hat. Ja, ja, ja. Man ist also der Interpret des eigenen Vokabulars. Genau. Oder eigene Komposition. Oder sogar, man kann dann sagen, das ist eine Komposition, die habe ich schon ein paar Mal gespielt. Genau. Sie ist einfach nicht notiert. Ja, ja, sie ist dann variiert. So. Ja, wie das im Jazz sehr oft ist. Wir haben ein kleines Lied. Ja, und der ja, Rest genau ist sehr offen. Exactly. Oder auch in Volksmusik gibt es ja, 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 gewisse melodische Wendungen, die ja sind Ausgangspunkte eines Stücks. Genau. Eine mündliche Form von Überlieferung, dann sind wir sehr nah da. Ja. Aber das sind einfach alles verschiedene Modelle, die ja, ja, alle genau interessant ja, ja sind. Ja, ja. Naja, okay, gut. Im Prinzip, die Antwort ist dann auf die nächste Frage, ist fast schon da. Beziehungsweise stelle ich sie trotzdem. Also ich behaupte in meiner Arbeit, also meine Hypothese ist, dass freie Improvisation ist ja eine Komposition, Echtzeitkomposition, beziehungsweise kann eine sein. So, bist du damit einverstanden? Ich würde nicht nur sagen, kann eine sein, es ist eine. Es ist eine. Damit hat man noch nicht gesagt, welche Qualität sie hat. Ja, ja, okay, ja. Und die Qualität wird entschieden beim Spiel durch alle Anwesenden. Oder wenn du Solo spielst. Da kommen wir zur nächsten Frage. Was braucht man, was diese Komposition bzw. dieses Produkt, musikalische Ereignis, was braucht er, um als Komposition zu gelten? Oder gute Improvisation oder was auch immer. Jetzt hast du zwei Fragen gestellt, als Komposition zu gelten oder als gute Improvisation? Na ja, gut. Für mich zwei Dinge. Okay. Ich sage jetzt ganz extrem, um als Komposition zu gelten, braucht ja es nichts. Okay. Nichts. Nichts. Okay. Ich entziehe mich da aber der ästhetischen Beurteilung. Es ist dann einfach ein Produzieren von Klang. Okay. Was kleine Kinder machen. Ja. Ohne Bewusstsein, ich bin jetzt am Komponieren in Echtzeit. Ja, ja. Es braucht, um als Komposition zu gelten, als ein Klang, der sich im Zeitverlauf festlegt, braucht es nichts. Okay, gut. Wenn aber da dieses Produkt, was man als Solist oder auch als Gruppe produziert, wenn das als quasi kulturelle Qualität ja standhalten soll, soll, dann soll sie für die Leute, die das produzieren, aber auch für die Gesellschaft, für das Auditorium, eine bestimmte allgemeingültige oder öffentliche Kraft haben. Ja. Und diese Kraft kann man dann mit bestimmten ästhetischen Kriterien formulieren. Ja. Was ist dann eine
gute Komposition oder eine beliebige ja. Komposition oder eine schlechte oder eine nichtssagende oder eine fantastische oder eine mirakulöse Komposition. Das sind dann die Leute, die das machen, respektive die Leute, die das hören, die das beurteilen. Ja, und wie, was ist dann für dich? Nach welchen Kriterien beurteilst du dann? Da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, die klingen vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich sage zum Beispiel, das Verhältnis zwischen Material und Form ist okay. irgendwie schlüssig. Ja. Die Schlüssigkeit dieses Verhältnisses, die hat natürlich ihre Geschichte. Wir haben eine lange Tradition von Musik, wo das Verhältnis zwischen Material, also von Detailideen und formalem Verlauf schlüssig ist, gute Zusammenhänge hat, eine nachvollziehbare Dramaturgie hat. Ja, das, ja, und ja, da ja, sind ja. wir halt geprägt. Das ja, ist wie ja, wenn ja. jemand ja, ja, einen ja, Vortrag ja. hält über irgendwie ein Thema und er beginnt, heute spreche ich über die Fragen der Wetterbedingungen und Wetterveränderungen. Und nach 2 Minuten ist er an der Sinfonie von Brahms und in der 4. Minute spricht er über die Herstellung von Schrauben. Dann muss man sagen, wolltest du jetzt über das Wetter sprechen oder nicht? Ja, ja. Oder? Also eine Relevanz in der Form zwischen Material und Form, die hat natürlich ihre Geschichte. Dann gibt es weitere Kriterien, die Authentizität. Okay. Das ist das Zusammenspiel von einzelnen Musikerinnen oder Musikern oder von einem Ensemble, die Kongruenz ihres Selbstverständnisses mit dem Klang, den sie produzieren oder mit der Musik, den sie machen. Oder eben die formale Nachvollziehbarkeit oder ein gutes Verhältnis zwischen Transparenz und Dichte, zwischen Qualitäten, die sich in guter Form, in Kontrasten ergänzen oder sich entwickeln. Das sind jetzt 5 kleine Kriterien, Äußerungen, die man natürlich dann an jedem einzelnen ja, Stück festmachen ja, ja, ja. muss. Aber das sind Kriterien, die für mich jetzt entscheidend sind, ob ich eine solche Echtzeitkomposition qualitativ gut finde. Ja, ja, okay. Ja, ja, so ist super. Und okay, die letzte Frage ist rein formal, weil ich dann nun mal auch Thema als Thema habe. In deinen Improvisationen, welche Techniken benutzt? Na gut, es ist also ein paar kompositorische Techniken, also aus dem 20. Jahrhundert vielleicht. So. Ja, schwierig zu sagen. Also ich bin natürlich auf verschiedenen Ebenen tätig. Ja, ja, genau. Ich bin Pianist, ja. Ich bin Vokalist. Manchmal arbeite ich nur mit der Stimme, manchmal nur am Klavier, manchmal ja. komponiert, dann in verschiedenen Ensembles. Ich mag sehr die ganzen Extended Techniques, okay. sei es am Klavier, sei okay. es mit der Stimme. Mhm. Bei der Stimme gehe ich sehr stark vom Sprechen aus, ich gehe stark von eigentlich auch dem Klang verschiedener Art aus. Von verschiedenen Geräusch- und Klang-Ebenen so, beim Klavier ebenfalls. Aber das sind jetzt erst, das sind quasi die Klangmaterialien. Ja, ja. Was mich interessiert, sind die extreme Dichte, die extreme Weite. Mich interessiert auch das sukzessive Entwickeln eines kleinen Elements in eine größere Form. Oder dann auf der anderen Seite interessieren mich sehr strenge, statische Flächen. Zustände, so, ja, ja. Die plötzlich in eine ganz andere Form ändern, ja, ja, wechseln, ja, ja, ja. kontrastieren. Es sind sehr viele Möglichkeiten, die mich sehr interessieren. Und je nach Kontext ist die eine Möglichkeit, ist mir die nahe oder die kommt eher und in einem anderen Kontext ist es eine andere formale Gegebenheit, ja, die mich mehr... Naja, wenn man dann so überlegt nach modernen kompositorischen Technik, ist es eigentlich, könnte man sagen, Sonoristik. Ja, kann man sagen. Ja, Sonoristik. Ja, man kann sogar sagen, die herkömmliche
Art von komplexer Melodik und Harmonik wurde ersetzt durch eine riesige Palette von Klang und Klang und Geräusch und Geräuschmöglichkeiten. Und die Melodik, die melodische Aspekte kannst du? Natürlich, die sind nach wie vor relevant. Das sind, was mich immer wieder interessiert, ist, welcher Klang erzählt auch welche Geschichte. Okay. Es gibt Geräusche, die stehen nur für sich und vielleicht, die haben noch keine längere Geschichte in musikalischen Verwendung, und andere Klänge oder Gegebenheiten, die erzählen mehr Geschichten. Dieses Auseinandertreffen interessiert mich schon. Okay, gut, danke. Super. Gestern hatten wir auch mit Urban auch darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob welche Frage als erste. Also, ich mache mal, wie ich schon erzählt habe, ich mache meine Arbeit als Hypothese ist, freie Improvisation ist eine Komposition. Das ist ein kompositorisches Verfahren, würde ich sagen. Okay. Okay. So, dann jetzt also kompositorisches Verfahren. Ja. Sag ich. Ja, okay. Nein. Ich sage es einfach. Also meine Hypothese ist: freie Improvisation ist eine Komposition beziehungsweise kann einer sein. Ob du damit einverstanden oder nicht. Ja, also inhaltlich schon, grammatikalisch nicht. Okay. Weil freie Improvisation ist noch keine Komposition, wie Notenpapier noch keine Komposition ist, sondern eine Komposition ist ja das Resultat eines Prozesses. Und freie Improvisation ist ja eine Methode, um Musik zu generieren, nach bestimmten Regeln, eigentlich fast keine, aber bestimmten Möglichkeiten. Und das Resultat ist ja eine Komposition, weil sie hat ja einen Anfang, einen Verlauf und ein Ende. Genau. Und wenn man es aufnehmen würde, hat es eigentlich den gleichen Stellenwert, theoretisch natürlich, wie eine notierte Komposition. Natürlich kommen da bestimmte Qualitätsfragen dazu, aber es ist ein quasi kompositorischer Vorgang, das würde ich schon so bejahen. Okay, davor dann können wir dann dieser Begriff vielleicht dann mal aufnehmen, obwohl ich weiß, dass wie du da dazu stehst, einfach nur vollständigkeitshalber zur Wiederholung. Was ist nicht was Improvisation ist, sondern was ist eine Komposition zum Begriff einfach? Also man verbindet ja heute im Klischee Komponieren mit Notenschreiben und Üben und Aufnehmen. Das ist eine Spezialform von Komposition, weil das ursprüngliche Wort heißt ja Komponiere, Zusammenstellen. Das ist Zusammenstellung von Elementen. Und jetzt gibt es für mich zwei grundsätzlich verschiedene Formen. Die sind unterschiedlich in Bezug auf den Zeitpfeil. Also die klassische Komposition mit Notenpapier oder Grafik oder was auch immer, die geschieht ja außerhalb des Zeitpfeils. Also der Komponist oder die Komponistin hat alle Zeit, die sie braucht oder die er braucht, um dieses Werk fertig zu machen. In dieser Methode muss man auch nicht mit dem Anfang beginnen, mit dem Ende aufhören, sondern man kann umgekehrt oder irgendwo in der Mitte und die Dinge stellen sich zusammen. Der Unterschied zur Improvisation ist natürlich, man ist immer auf dem Zeitpfeil, also man beginnt am Anfang und hört am Ende auf. Und was das Zweite, was sehr wesentlich ist, man kann nichts rückgängig machen. Der Komponist kann ausrotieren oder den Partitur wegschmeißen. Und der Improvisator, der beginnt am Anfang und alles, was geschieht, gehört dazu. Er kann es nicht ungeschehen machen. Und das ist natürlich eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Hörhaltung, eine bestimmte Spielhaltung, eine bestimmte Technik auch, Wahrnehmungstechnik, Spieltechnik, um das überhaupt zu können. Ja, genau. Da kommen wir zur nächsten Frage jetzt. Was braucht man als Musiker, als oder komponierender Musiker in diesem Fall, Improvisator, um am Ende eine Improvisation als Komposition zu nennen? Ich glaube, da gibt
gibt es unterschiedliche Auffassungen, ja, weil es gibt unterschiedliche Ideen über den Unterschied von Improvisation und Komposition. Meine Idee ist eigentlich, dass Improvisation ein kompositorisches Verfahren ist und die resultierende Musik muss musikalischen, sprich kompositorischen Ansprüchen genügen. Genügen, genau. So, das wäre der Idealfall. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir zuerst allgemein davon sprechen, also man kann, wie wir das hier machen, freie Improvisation als künstlerisches Verfahren sollte zu eigentlich künstlerisch wertvollen Produkten führen, also zu, ja, Stücken. Es gibt aber auch das andere Verfahren, dass man sagt, nein, Improvisation ist ein Mittel zum Zweck, also ein Means to the End. Beispiel in der Musikgeschichte, Miles Davis, Bitches Brew, die hatten ja stundenlange Session und die Arrangeur hat das zusammengeschnitten zu einer ganz tollen Musik. Da hätten wir dann Improvisation als Mittel zum Zweck. Oder Komponisten haben früher viel improvisiert und die besten Ideen aufgeschrieben. Toband gab es aber nicht. Oder der Scalzi, ja, ja, improvisiert, ja, ja, und lässt, genau, nachher die Assistenten das rausschreiben. Ist auch Mittel zum Zweck. Nur dort ist quasi das Gespielte, gilt schon wieder als komponierte Musik. Natürlich, man könnte jetzt ja das Verfahren weiterentwickeln, Improvisation aufnehmen, transkribieren, verändern, wieder aufnehmen. Genau, ja, ja. So kann man auch natürlich mit dem Computer arbeiten, mit Musikprogrammen, improvisieren, ausdrücken, korrigieren, einspielen, wieder dazu spielen. Man kann so diese verschlauften Prozesse machen. Das gibt heute viele Möglichkeiten. Ja, ja, naja, das ist ja dann für mich dann eher als Prozess. Da nehmen wir dann, so wie du schon sagst, Improvisation als Hilfe zum kompositorischen Prozess. Genau. Ich spreche jetzt aber von, wenn wir improvisieren, also wenn wir mit guten Musikern, wenn wir gute Musiker ansprechen, entsteht, in meinen Augen entsteht immer eine Komposition, genau, am Ende. Das heißt, nach welche, ja, was brauchen wir dazu, um das zu erreichen. Zu erreichen, genau. Welche konkrete Mittel? Ich meine, Formverläufe zu kennen, sowas hast du irgendwelche? Ja, ich glaube, also die Musiker, die solche Musik machen oder die dieses Verfahren wählen, müssten ein paar grundsätzliche Bedingungen erfüllen. Genau, das. Die wichtigste ist, ja, eigentlich die Hörfähigkeit. Ja. Also man muss eine sehr hochentwickelte Hörfähigkeit haben. Man spricht auch sogar schon im Jazz von Hörvirtuosität, also man muss hörend sich orientieren können. Dann muss man auf der anderen Seite fähig sein als Instrumentalist, natürlich sich klar formulieren können, damit die anderen sich orientieren können, und man muss fähig sein, Dinge, die man gefunden, zufällig gefunden hat, zu entwickeln auf der Zeitlinie. Und das natürlich immer in Relevanz zu dem, was man hört. Und ich denke, das braucht eigentlich ganz spezifische Anforderungen, nicht unbedingt instrumentaltechnische, natürlich auch schlussendlich. Ja, ja, auch. Ja, ja. Aber das Wichtigste ist eigentlich Hören. Ich meine, ich kann auch mit sehr wenig sehr viel erreichen. Ich meine, im Orchester spielen auch nicht alle Instrumente immer gleich viel, darum ist das auch interessant, nur dort macht es der Komponist. Und hier als Musiker kann ich natürlich auch wählen, jetzt spiele ich fast nichts, oder? Gerade für Pianisten immer etwas Schwieriges, weil Pianisten können immer so viel spielen. Wie denken wir orchestral und nicht als Pianisten? Das ist eine Frage. Und das andere ist eigentlich natürlich eben auch diese formale Übersicht. Das heißt, man muss auch nicht nur gut wahrnehmen, sondern man muss sich auch erinnern, von was haben wir gesprochen, genau, vor 10 Minuten. Ja. Was war die Idee? Gibt es eine Referenz zu diesem Material oder wie entwickelt sich das Stück? Aber wir gehen vollständig weg, wir gehen dahin. Also hier muss man sich sehr gut orientieren können und da denke ich, das Zweitwichtigste ist wirklich das Erinnern. Ich kann erinnern, was ich gemacht habe, und gekoppelt an das Erinnern, was man selber gemacht hat, das Erinnern an das, was die anderen da gemacht haben. Nicht? Und dann, ja, ja, kann man, ja, das, du hattest, war ja, genau, wie am Anfang, und da spielte ich doch das, also ich bringe das noch einmal und jetzt können wir es, ja, variieren. Ja, ja. So, diese Art von Formaufbau. Ja, oder von formalem Bewusstsein, ja, denke ich, ist eine Voraussetzung. Ich muss aber sagen, ich habe Kollegen, die sind ganz anderer Meinung. Also die finden, nein, nicht so. Ist jetzt vielleicht eher
ein wirklich sehr kompositorischer Ansatz, aber das ist der Ansatz, der mich eigentlich interessiert. Mhm. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, nein, nein, nichts denken, aus dem Impuls reagieren, ja, für mich auch, aber dann wieder sofort checken, ah, ich mache ja das, und das war mit, hat zusammengehangen. Ja, genau. Es gibt auch andere Sachen, nein, nein, die Musik entsteht einfach und wir lassen es so hingehen. Also diese Verfahrensweise, die ist mir fremd. Ja, mir auch. Aber eben, da gibt es, glaube ich, sehr viel. Und dann, glaube ich, ein wichtiger Punkt in diesem Verfahren ist die Freiheit. Was gibt es eigentlich für Freiheiten? Zentral ist natürlich die Freiheit, dass jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt Entscheide fällen kann. Das ist eigentlich die zentrale Freiheit in diesem Verfahren. Es gibt eine zweite Ebene von Freiheiten, das sind die Freiheiten der ästhetischen Art. Also habe ich irgendwelche Tabus, zum Beispiel in der Free Jazz Szene war es ein Tabu, Akkorde zu spielen, Blues zu spielen. Also Restrictions, selbst aufgelegte oder. Ja, genau. Also, ja. Die sind natürlich manchmal auch gekoppelt an nicht wollen oder nicht können. Ne? Das ist nicht ganz das Gleiche, aber es gab Tabus. Heute in der freien Improvisation ist man theoretisch weiter, weil alles ist immer möglich. Und da kommt die dritte Freiheitsebene ins Spiel, nämlich kann ich das auf dem Instrument, was ich möchte? Nicht? Das ist dann eine instrumentaltechnische Frage. Also nehmen wir ein Beispiel, in einer Improvisation kommt man zum Beispiel zufälligerweise in einen zyklischen Verlauf wie ein Blues-Schema. Da muss man ja wissen, wie das geht, wenn man das bedienen will, und nachher kann man es auch wieder auflösen und verfremden. Aber das sind dann eigentlich, ich sage jetzt mal, instrumentaltechnische Fertigkeiten, die auf dieser Freiheitsebene relevant sind. Es gibt ja auch einen anderen Begriff für diese Art freier Improvisation, das nennt sich Open Music. Okay. Der Begriff, ich kenne ihn von Jerry Hemingway, er spricht davon, und ich denke, es ist ein guter Begriff, weil diese Musik ist offen für alles, was passiert. Es gibt ja auch ein Beispiel im Jazzbereich, das Wayne Shorter Quartett, haben wir ja gesprochen, wo nicht mehr Stücke spielt, sondern Elemente aus Stücken, und es ist eine permanente Polyphonie der Ideen, mal ist der wichtig, mal der. Wayne Shorter spielt fast nichts, ist auch wunderbar. Ja, aber im Hinterkopf, dann bleibt das dieses Stück sozusagen. Ja, oder man weiß eben, wovon man spricht. Oder wohin man gehen will. Letztendlich so, wie er sagte dann im Interview, wir wollen das spielen, wir gehen dahin, aber ist die Frage, ob wir das überhaupt spielen dann am Ende oder nicht. Das ist ja dann die Freiheit. Ja, genau. Aber gut, das ist jetzt ein Beispiel, das sehr im Jazz-Kontext ist, aber eigentlich eine sehr große Freiheit erreicht hat und trotzdem eine sehr transparente, verständliche Musik ist, oder? Ja. Das kann ein Beispiel sein für Open Music. Es ist manchmal auch mehr eine Musik, in der alles Platz hat. Also man kann Groove spielen, man kann frei spielen, man kann laut spielen, leise, dicht. Also für mich ist das eigentlich Begriff als Free Impro. Ja. Eigentlich. Ja. Eben, es gibt ja Echtzeitmusik, wie es überhaupt eine andere Musik gäbe. Jede Musik ist genau. Ein bisschen der Begriff. Ja. Dann gibt es Echtzeitkomposition, finde ich, trifft auch etwas, nämlich diesen kompositorischen Aspekt der Improvisation. Und dann gibt es eben die freie Improvisation. Da gibt es natürlich so viele Definitionen wie freie Improvisatoren. Ja. Aber eigentlich gibt es ein paar zentrale Faktoren, nämlich eben die, dass jeder Spieler auf jedem Zeitpunkt, auf dem Zeitfall Entscheide fällen kann. Und dann gibt es diese Unterstellung, dass es ein kompositorisches Verfahren ist, das ist meine Meinung, ich unterstütze diese Sicht. Genau. Und da braucht es diese anderen Begriffe gar nicht. Wenn man einverstanden ist, freie Improvisation meint das, dann ist ja das alles schon dabei. Genau. Und dann gibt es natürlich die historische Veränderung, also vom Jazz her kommt eben dieses Wegspielen vom Jazz und von der klassischen Linie, also Cage, Christian Wolff, Nuovo Consonanza, europäische Version, einfach diese Emanzipation des Interpreten vom Komponisten weg zum eigenen Entscheiden. Und schlussendlich, wenn man spielt, ist man auf dem Zeitpfeil und man muss die Entscheide auf dem Zeitpfeil machen. Und da kommen eigentlich diese beiden eben zusammen. Und ich denke, im weitesten Sinn, was wir heute mit freier Improvisation tun, ist eigentlich eine Art freie Kammermusik. Ist ja meistens im kleinen Ensemble funktioniert das besser, weil es hat weniger Informationen, man kann besser, man
muss ich auch kennenlernen, oder? Genau. Und dann lernt man miteinander zu spielen. Ja, ja. Ja, und eigentlich noch die letzte Frage. Also, ich sage auch, dass wir als moderne Musiker müssen ja dann auch die ganze Reihe von diesen Techniken auch kennen. So, unter anderem die moderne Kompositionstechnik, also die, was wir bis jetzt dann haben jetzt. Und welche kompositorische Techniken benutzt du konkret? Also du, so mit Urban habe ich jetzt gesprochen, er hat mir dann von Flächen erzählt, bla bla bla. Haben wir festgestellt, dass es eher so die Richtung Sonoristik geht? Sonoristische. Also sagen wir mal so, es gibt in der Moderne Kompositionstechniken, die haben sie sich dann jetzt herausgestellt, so, das sind dann minimalistische Technik. Seriell, oder? Ja. Vorher, seriell, dann minimalistisch? Ja. Naja, seriell gibt es die zwar auch, aber es ist ja nur bedingt in der freien Improvisation anzuwenden. Ja, weil das technisch können wir das gar nicht wahrnehmen. Also es gab ja dann Versuche dann von Schlippenbach zum Beispiel, dann gab es dann noch ein russischer Pianist, Tolstabokov, hatte ich sogar Aufnahmen von einem, ist schon tot, in Sibirien, haben sie mir dann ein paar Aufnahmen geschickt. Ich bin sehr skeptisch, ich kann es nicht nachprüfen, das geht gar nicht. Ne? Naja, dann gibt es, also wie gesagt, nehmen wir dann die serialistische Geschichte, dann diese Minimal, so für Glas, Stifreiche, bla bla bla. Dann Pointillistik, das wäre dann John Cage. Ja, eben, also so teilweise, ist, für mich ein bisschen ein unscharfer Begriff. Aber also, es gibt auch diesen Begriff Punktkomposition, also kleine Punkte. Ich meine Pointillistik, das wird das gemeint. Ja. Dann gibt es noch Sonoristik. Ja, also gut, was das auch wieder heißt, ist mir auch nicht ganz klar. Also ich kenne Klangflächenkomposition, also diese engen Texturen, wo sich... Ligeti, genau. Das ist ein Grundmodell, nicht? Genau, ja, ja. Dann gibt es natürlich Strukturalmusik, oder? Also, wie sagt man? Nicht Struktural, Blödsinn. Richard Gehry. Dieses Spektralkomposition. Ah, Spektralkomposition. Das ist die neuere. Ja. Und Oberton, Friedrich Haas oder so. Es gibt ganz viele Aspekte. Ja, ja. Und ich denke... Aber mit Spektralmusik eigentlich können wir sie in der freien Improvisation, wie kann man das nutzen? Nein, eben. Ja, jetzt kommt ja der Punkt, es geht ja gar nicht alles. Ja, eben, deswegen. Wir können keine komplexen Zahlenverhältnisse improvisieren. Ja, ja, genau. Ist ja nur auf dem Papier relevant und ist eigentlich auch wahrscheinlich nur mit Maschinen zu realisieren. Also da kommt das menschliche Können, das menschliche Ohr an Grenzen. Ja. Und dann gibt es noch eine, was ich dann zum Beispiel so aufgeschrieben habe. Das habe ich jetzt, fehlt mir das Wort nicht, wo man dann freischaltet mit A. Nicht algorithmisch. Aleatorik. Aleatorik, ja genau. Aleatorische Art, genau. Ja. Zufall. Ist ja auch Cage. Cage, beziehungsweise Stockhausen. Ja, also ich glaube, man kann schon mal sagen, also Improvisation ist ja nicht unbedingt aleatorisch, weil aleatorisch eine bewusste Haltung ist, dass man wirklich den Zufall, mit dem Zufall arbeitet, also würfelt. Ja. Naja gut, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Partitur haben und wir haben bestimmte Patterns oder Modelle aufgeschrieben, so eintaktige, zweitaktige, und ich kann dann entscheiden, wann ich dann Nummer 1 spiele, wann ich Nummer 6 spiele. Sowas. Das Resultat hat natürlich einen aleatorischen Aspekt, aber eigentlich ist es nicht aleatorisch, weil es sind Entscheide. Aleatorik meint ja, nein, eine so andere Institution fällt die Entscheidung, die Würfel, dass sie ging oder was auch immer. Man delegiert eigentlich die Entscheidung, ist eine Möglichkeit. Aber in der Improvisation muss man immer selber entscheiden. Nur das Resultat. Es kann sein, ich entscheide etwas und zufälligerweise machst du gerade das. Das ist etwas, was niemand vorher gesehen hat. Ich denke,
einfach in Bezug auf die Komposition. Es kommt darauf an, woher man guckt. Wenn man von außen guckt, also auf die quasi Klangoberfläche, kann man sagen, ja, das ist eher textuell, das ist punktuell, das ist dramatisch, das ist narrativ, was auch immer. Von der anderen Seite her gedacht ist eigentlich, was gibt es für Grundelemente, nicht? Und es gibt ja eigentlich das Material. Und dieses Material, da ist natürlich die Frage, was ist das kleinste Element? Und was sind die kleinsten Dinge, die wir, also was sind die Atome, die wir wieder zu Molekülen zusammenbauen können? Also es gibt ein Materialbewusstsein, nicht? Und das spielen natürlich die fünf Grundparameter eine zentrale Rolle: Höhe, Dauer, Dynamik, Artikulation, Klangfarbe. Und damit kann man eigentlich schon gestalten, nicht? Normalerweise gestalten wir ja eher auf der Tonhöhenebene, also wir erfinden immer neue schöne Melodien, nützt ja gar nichts, sondern eben. So, und also das ist eigentlich ein Bewusstsein im Umgang mit Material. Und wie kann ich Material quasi dekomponieren, wie kann ich es rekomponieren, wie kann ich es entwickeln, parametrisch. Das zweite, das ist dann für mich in der Improvisation sehr relevant, ist eigentlich die soziale Funktion. In welcher Funktion brauche ich mein Material? Also vereinfacht gibt es natürlich damit und dagegen. Also damit ich unterstütze, ich bin Teil einer Section. Dagegen könnte man sagen, ich störe, ich spiele Kontrapunkt oder Kontrast, ich spiele Solo. So, das hat man eigentlich eine soziale Position. Ja, und das ist natürlich in der Improvisation zentral, weil wir sind ja auf der Zeitachse immer im sozialen Verhältnis zueinander. Ja. Und das, denke ich, ist ein sehr zentraler, unterschiedlicher Aspekt zum Schreiben. Weil beim Schreiben fällt der quasi theoretisch weg. Natürlich kannst du sagen, okay, der hatte eine schlechte Kritik für mein letztes Stück, jetzt schreibe ich das ein bisschen anders. Aber es ist nicht das Gleiche, nicht wie auf diesem Prozess in der Improvisation. Und dann, eigentlich auf diesen beiden Grundelementen, kann man eigentlich kompositorisch bauen. Nicht? Ich kann Materialkomplexe entwickeln, ich kann mit Materialkomplexen Formen kreieren, ich kann natürlich auf der sozialen Ebene Formen kreieren. Quasi, wenn ich nicht spiele, ist es etwas anderes, als wenn ich spiele, gibt es einen anderen Teil. In der geschriebenen Musik macht das der Komponist, man nennt das auch Orchestrierung. Nicht wer spielt wann, was, wieso. Und in der Improvisation stellt sich jeder diese Frage selber, warum spiele ich jetzt, was, wieso, mit wem, gegen wen, warum spiele ich nicht, was spiele ich nicht und so weiter. Und das sind für mich eigentlich wie zentrale kompositorische Grundverfahren. Wie kann ich ein Material auseinandernehmen, neu zusammensetzen, entwickeln? Beispiel zum Beispiel ein Wort. Nicht? Das kann man ja wie in der modernen Wortmusik oder Oper, Non oder so gebraucht. Man vertont nicht mehr Sätze mit schönen Melodien, sondern man nimmt die Wörter auseinander und nimmt es als musikalisches Material. Das ist ein Beispiel, wie Materialbehandlung gedacht ist. Das ist grundsätzlich ein kompositorisches Verfahren. Was natürlich dann das Klangresultat ist, da gibt es sehr verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt die dialogische Form, das haben wir ja hier meistens. Es gibt die imitatorische Form, es gibt natürlich das Schichtenprinzip, also wir haben verschiedene Texturen gleichzeitig. Wir haben das Schwarmprinzip, also schnelle Gesamtwechsel. Wir haben eigentlich, wenn man so will, Solospiel gegen Sectionspiel. Also ich spiele allein oder kontrastreich sowas auch immer oder ich spiele in einer Section. Und wir haben eigentlich grundsätzlich die Möglichkeit, heterogen oder homogen zu spielen. Aber das ist ein bisschen komplex, weil wir können ja heterogen, homogen spielen. Also es kann zum Beispiel sein, dass fünf verschiedene Elemente gleichzeitig sind, aber es geht zusammen rauf oder die Dynamik geht drauf, dann ist es eben einseits heterogen und homogen. Darum finde ich diese Entscheidung nicht so interessant, aber ist eine Möglichkeit. Und eben, es gibt dann Klangflächen, die sind punktuell, es gibt Texturen, die sind wie stehende Klangflächen, es gibt sehr dialogische Formen, es gibt sehr dynamische, es gibt narrative Formen. Das ist ja dann von außen her betrachtet. Was höre ich da? Und eben die kompositorische Sicht ist eher von mir her, Material, mein Verhalten. Und die andere Sicht ist von außen, was passiert da, was kann ich erkennen, was höre ich. Ja,
Ja, es sind schon ziemlich viele kompositorische Techniken hier. Ich denke schon. Ja, ja, das sind fast alle, die man dann ja eigentlich in Improvisation benutzt. Ja. 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 Und damit gibt es natürlich eigentlich unendlich viele Möglichkeiten. Ja, ja, eben. Oder? Ja, ja. Man nutzt sie natürlich viel zu wenig, weil diese Erfahrung der Ökonomie hat man ja fast nicht die Zeit zu machen, weil man muss lange im eigenen Ensemble spielen. Streichquartette machen ja auch nicht nur eine Probe und spielen, sondern die spielen ja über Jahre zusammen, und eben all diese Feinheiten auszuchecken und auszutarieren. Und ich denke, in guter Improvisationsmusik ist das auch so. Es braucht Zeit, man muss das Ensemble kennen, man muss wissen, wie jemand reagieren könnte, weil man beeinflusst ja immer alles und wird immer beeinflusst. Ja, ja, ja. Das ist immer gleichzeitig. Und der Ensemble eigentlich wächst ja auch zusammen über die Jahre. Die wissen ja dann, worum es geht, dann wie spricht man dann und so weiter. Ja. Interessant auch natürlich wird, wenn man dann mit total gegensätzlichen Einsichten von den Musikern sich konfrontieren lässt. Mhm. So, dann, ja, wie reagiere ich dann darauf? Ja, und es gibt natürlich Dinge, die nicht funktionieren, weil die Musik völlig andere Ideen haben. Genau, die etwas funktioniert, dann manchmal geht es auch nicht. Manchmal mit Studenten spielt man und dann, wenn sie nicht wissen, wann sie zu Ende spielen sollen, dann ist das dann gleich. Ja, eben, das hat natürlich eben mit der mangelnden Orientierung zu tun, weil man noch vergisst oder sich nicht erinnert überhaupt gar nicht hört, was los ist. Das ist natürlich manchmal, was ja, man weiß ja noch gar nicht dann. Genau. Ne? Einfach, dass man einfach. Ich gucke mal. Ah ja, gut. Okay. Dann vielen Dank. Naja, ist nicht schlimm. Jetzt ist gut. So ist besser. Ja. Ja, so über den melodischen Aspekt, wie wichtig es für dich ist oder wie du mit Melodie umgehst oder. Also Melodie ist natürlich nur in Anführungszeichen ein Aspekt. Ja. Der musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten. Es ist allerdings der Aspekt, auf den wir am meisten hören. Genau, der wichtigste. Deshalb habe ich ihn genommen. Ich hatte gesagt, okay, rhythmischer Aspekt oder harmonischer Aspekt, das sind dann solche große Sachen. Man kann ja dann die nächsten zwei, drei Doktorarbeiten darüber schreiben. Ja, also Melodie heißt ja nichts anderes als Tonhöhenordnung. Wie organisiere ich die Tonhöhen? Also horizontale Ordnung im Prinzip. Horizontale Ordnung, oder? Eigentlich vertikale, auf der Horizont. Ja, also, was ist eben, was ist eine Tonhöhenfolge? Ist ja nichts anderes als ein gestreckter Klang. Ja. Ah, okay. Oder was ist ja zum Beispiel die Idee der modalen Musik, also arabischen Musik oder so. Eigentlich, man hat, das Stück ist ein Klang und dieser Klang wird auf der Zeitachse ausgeführt. Es ist ja das Gleiche, wenn du eine Zwölfton-Komposition nimmst, du machst quasi Präkomposition, ist eine Leiter. Wie sind diese zwölf Töne angeordnet? Dann gibt es bestimmte Regeln, wie das gehen muss, oder? Das heißt, das ist ein ganz interessanter Aspekt, was du jetzt sagst. Das heißt, du meinst, die Melodie ist ja so wie ich das so verstanden habe. Ob das richtig ist, sag mir dann. Mhm. Das heißt, wir haben ein, sagen wir mal so, ein Tonvorrat, der als Sound in sich drin ist, sozusagen. Ob wir dann zum Beispiel so eine ionische Tonleiter nehmen, das ist eine ionische. Und wenn ich sie dann so lege und auseinanderziehe, was ich dann damit mache, ist das zweite Sache. Das ist ja dann quasi die Kunst. Wir nehmen eine Siebentonleiter, dorisch, d-dorisch, wir haben sieben Töne. So. Jetzt kann ich ja die alle miteinander drücken. Das meine ich, ja. Ich kann sie miteinander in Terzen drücken, ich kann sie miteinander in Quarten drücken. So ist es. Gibt es ja jedes Mal diesen gleichen Klang. Quasi ist immer das gleiche Tonmaterial, aber anders Geschichte. Jetzt kann ich aber auch hintereinander spielen, nicht? Ja, genau. Jetzt kann ich wieder in Sekunden denken, in Terzen, in Quarten, oder Mischungen machen. Also das ist jetzt theoretisch gedacht. Aber ich habe immer die Farbe dorisch. Jetzt in diesem Beispiel. Und wenn ich jetzt komplett auf die Zwölfton gehe, zum Beispiel, dann habe ich ja im Prinzip keine tonale Zentren in diesem. Ne? Ja. So, wie mache ich dann das?
Ja, das Problem ist ja, ich sage jetzt Problem bei der 12. Musik. Darum haben sie ja diese strengeren Regeln. Ja. Es muss immer die ganze Reihe durch, bevor auf Ja, der gleichen Schicht. nee, nee, ich habe die falsch ausgedrückt. Nicht die 12. Musik. Ich meine, wenn ich die 12 Töne benutze, Ja. es können ja auch dann Halbtöne sein, ist egal. Also das heißt, ich nehme jetzt nicht diesen vertikale Tonvorrat, sondern alle Töne stehen mir frei jetzt. Jetzt ist ja die Frage, was man damit sagen will, nicht? Wenn ich jetzt die Farbe ausdrücken will, also zum Beispiel immer noch dorisch, aber mit 12 Tönen, dann gibt es ja richtige und quasi falsche Falsche, Töne. genau. Die falschen Töne sind ja Spannungstöne zu den Exakt, richtigen genau. Ja. Approach-Tönen. Also dann hast du eine Hierarchie, nicht? Ja. Wenn jetzt alle 12 Töne gleichberechtigt sind, das ist dann eigentlich eher schwierig, Sehr abstrakt sehr dann. abstrakt, und da lebt es dann natürlich von den Spannungsverhältnissen der einzelnen Intervalle Das zueinander, genau. oder? Ja. Ich meine, in der Modalmusik lebt ja alles vom Spannungsverhältnis zum Zum Grundton, ne? Grundton, Wie genau. indische Musik, Raga oder so. Ja. Und dann natürlich mit diesen Zum Orgeltrübungen, Tonübungen und genau. Viertelt Ja. Rechteln, weiß ich Ja. was nicht. Und eben. Und wenn ich versuche, dann diese Hierarchie innerhalb von einer Phrase zum Beispiel aufzubauen und dann wieder brechen zum Beispiel, ne? Dann in 2 Takten spiele ich, sagen wir mal, okay, formalistisch denkend, okay, spiele ich jetzt 2 Takte D-Dorisch jetzt, dann die nächste springe ich ja auf die Dominante zum Beispiel, Zum oder? Beispiel. Ja, Oder so oder? eine Jazz-Kadenz. Ja, ne? Oder. Tritonsubstitut, was auch immer dann. Ja. Ja, eben. Da ist ja dann die Frage immer, was willst du ausdrücken? Genau, Nicht? Wenn du jetzt quasi diese Bewegung von, sagen wir, in C-Dur, D2 nach 5, dann vielleicht noch C ausdrücken willst, musst du das ist schon, ja ja, genau. Prioritäten setzen. Welches sind die wichtigen Genau, Töne? ja. Welches sind die weniger wichtigen und wie kann ich das interessant gestalten? Und dann wären wir eigentlich quasi in der Ja, Jazz-Synchronisation. genau. Nicht wie können wir solche Verbindungen auf der melodischen Ebene spannend gestalten? Das wäre das eigentlich das quasi die Herausforderung in Ja, Jazz-Synchronisation. genau. Jetzt abstrakt, oder, ist es natürlich schwierig, weil ich glaube, es gibt immer eine Grenze zwischen Empfindung von Chaos und Empfindung von Ordnung. Ordnung hat auch zum Teil mit Repetition zu tun oder Systeme. Zum Beispiel, ich spiele Sekunden und Quarten. Und mit der Zeit höre ich, es ist zwar 12 Ton, aber es sind immer Sekunden und Quarten. Es sind nur Genau, Sekunden. ja. So, dann habe ich eine Subordnung. Gibt ja dann kleine Sekunden, große und übermäßige oder kleine. Also man kann schon sehr viel machen. Und jetzt kann ich interessante Linien damit machen. Aber ich habe eine Einschränkung. Ich nehme nur Sekunden. Dann kann ich es erweitern, ich nehme nur Quarten oder ich mische Sekunden und Quarten. Das macht ja der andere auch einfach Small Genau, Interval, genau. Middle Interval, Large Interval. Ja. Und das gibt so eine Hörstruktur. Ja, man hört es in Weitintervallen, jetzt ist es gebrochen, es geht nur rauf, runter, rauf, rauf. So. Und das andere Ding ist natürlich immer, das hat vielleicht sehr mit unserer Kultur zu tun, aber ich denke, an anderen Orten ist es zum Teil auch so, dass man spielt mit Erwartung und Brechen der Erwartung. Also man denkt, aha, jetzt weiß ich, wie es geht, und da geht es plötzlich anders. Haben wir eine Überraschung. Das ist ja ein Moment der Spannung oder ein Moment, der Energie produziert. Also wie gehe ich mit der Vorhersehbarkeit um? Einerseits muss ich ja etwas dem Hirn zu futtern geben, dass er sagt, ah, da ist was, checke ich. Ah, und jetzt ist es anders. Oh, interessant. Genau. Ah, nein, es ist doch so. Ah, nein, es ist so. Und so. Und so weiter. Das wäre dann natürlich die Kunst der Melodiebildung, Genau, nicht? ja. Und, aber ich denke, es gibt verschiedene Formen. Eben habe ich ein tonales System, also mit einer Tonhierarchie. Es gibt Genau, richtige ja, und oder falsche, wichtige oder weniger ja. wichtige. Oder habe ich eine Intervallstruktur, das ist ja auch eine Art Hierarchie oder Struktur. Oder habe ich eine Chordprogression und wie kann ich jetzt das interessant Genau. umspielen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Aber ich denke, die Grundidee ist eben interessant, dass man eigentlich eine Skala als Klang denken muss auf der Zeitachse. Ja. Deshalb, das war für mich sehr interessant, weil ich versuche eigentlich,
die Töne komplett unabhängig voneinander zu betrachten. Und wie geht das? Schwierig, oder? Schwierig, ja, eben. Das hat, aber dann trotzdem, naja gut, das ist so eine Intention bei mir. Ich möchte sie komplett neutral betrachten, aber indem ich dann die Melodie bilde, habe ich schon drin bestimmte Hierarchie aufgebaut. Ja, da gehe ich dann auf die Note rein, ja. Im Prinzip. Da ist sie schon für mich. Und dann entscheide ich, wie du gesagt hast, okay, da kommt die Erwartung. Oder Wiederholung, dann breche ich diese Erwartung. Ja, eben. Du kannst ja machen, zum Beispiel. C, G, B. Was kommt jetzt? Jetzt kommt entweder F-Dur oder C. Ja. Und wenn ich halt schon tiefer spiele? Ja, wenn du jetzt ausnimmst oder H, hast du einen Bruch, weil sonst denkt man, ja, jetzt denkt er C7. Ja, genau. Oder? Also so. Ja, ja. Und das ist ja so interessant, oder wie? Eben, wenn du quasi C, G, B, also kleines B, ist ja auch wie C7. Genau. Wie jetzt in Kadenzmusik käme F. Genau. Jetzt, wenn du F, A oder C bringst, dann hast du bestätigt. Genau. Wenn du das nicht bringst, aber auch nichts von C, dann hast du eine Überraschung. Ja, genau. Das meine ich. Das meine ich. Und es ist eben sehr schwierig, Töne, darum habe ich gefragt, wertfrei zu hören, weil schon hast du zwei Töne und schon 10 Stücke kommen dir in den Sinn. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Okay, du kannst spielen, was du willst. Ja, genau. Ja. Naja, kommt darauf an natürlich, was ich dann in der Harmonie dann zum Beispiel dann benutze. Dann, genau. Aber dann, wenn du Harmonie hast... Als Referenz sozusagen. Aber dann hast du ja eigentlich die Harmonie ist ja dann gegeben. Also es geht, ich sage jetzt, es geht von C nach F. Aber wie mache ich jetzt, dass das interessant ist? Ja, genau. Dann musst du quasi damit spielen, okay, von C nach F müsste eigentlich F, A, C kommen. Und wenn ich Septime habe, müsste eigentlich A kommen. Jetzt machst du aber nicht A, sondern vielleicht H. Das dritte muss von F. So, hast du einen Schritt weiter gedacht. Aber auch das ist natürlich alles schon, schon gedacht, nicht? Jetzt kommt es darauf an, aber eben dieses Moment mit Erwartung und Überraschung spielt dann eigentlich immer. Okay. Aber in diesem Zusammenhang wäre für mich auch so eine deine Einstellung zum, also ich versuche, ich weiß nicht, ob ich da Rad neu erfinde oder was auch immer. Ich möchte versuchen, die ethnische Traditionen, sprich die Traditionen, die dann in der Volksmusik dann drin sind, in die freie Improvisation, bewusst in die freie Improvisation einzubringen. Weil zum Beispiel aus mehreren Gründen. Einer davon ist, mich stört zum Beispiel persönlich, wenn ich freie Improvisationen höre. Meiste Improvisationen. Ist immer das Gleiche, klingt oft immer das Gleiche. Ein Klischee, natürlich. Klischee, ein Idiom. Ja. Sofort dann irgendwie so, die Formen und so weiter. So, jetzt, wenn ich versuche dann in diese Idiom als Open Music oder was auch immer, nehme ich jetzt zum Beispiel ein Volksinstrument, der einfach so reduziert ist auf die Pentatonik, Shakuhachi sagen wir mal. So, und wenn ich sie dann versuche einzuspielen, das heißt, ich versuche dann klare Melodien zu bilden, vielleicht die nicht so tonal sind, aber die einfach so eine richtig schöne Melodie, weil ich bin der Meinung, dass viele Studenten oder viele Improvisationen, sprechen wir nicht für Studenten, sondern so eine freie Improvisatoren, die dann, sagen wir mal, technisch nicht virtuos sind ja sehr viele, die das machen,
Sie sind einfach nicht in der Lage, Melodie aufzubauen, richtig schöne Melodie zu spielen. Ich glaube, sie sind sich nicht gewohnt, eine Melodie zu verwenden. Es gibt ja hundert schöne Melodien, tausende von schönen Melodien, ob jetzt Volksmusik oder Mozart oder Rossini oder was auch immer. Nicht? Das Problem ist, glaube ich, ein anderes, ist ein ästhetisches Problem. Du hast jetzt diese pentatonische Melodie, jetzt ist ja die Frage, kommt darunter original chinesische Begleitung? Nein. Oder was kommt da? Neues. Oh, okay. Genau. Und wir haben diese schöne Melodie. Jetzt sagen gewisse Leute, ja, das passt ja nicht. Oder? Und das ist eben der Punkt, das ist ein ästhetischer Punkt. Wenn du jetzt das Geschick verknüpfen kannst, ist das vielleicht wunderbar. Genau. Das könnte aber genauso gut eine Melodie aus einer Mozart-Oper sein oder eine schöne italienische Melodie oder ein Volkslied. Also in der Klassik auch gemacht wurde, nur die Begleitung stimmt nicht. Nicht? Ich meine, ein Maler geht es ja schon die ganze Zeit so los, Schostakowitsch sowieso, nicht all diese Zitate, und unten kommt einfach quasi die falsche Begleitung. Da hast du dann sehr viele Möglichkeiten, aber eben, der Punkt ist, A ist 1:1 und B ist irgendetwas zu D. Genau. Und hier ist immer noch gleich. Nicht? Das sind die gleiche Melodie, aber es kann irgendetwas sein. Hier braucht es Erfahrung, wie gehe ich damit um, was erträgt es, was könnte spannend sein, wo sind die Referenzen? Genau. Scheinbar gibt es keine, aber man kann ja Referenzen herstellen auf rhythmischen Ebenen oder so. Sehr interessant, oder? Aber ich denke, für mich eben in Open Music, eine schöne Melodie hat immer Platz. Wenn jemand erwartet, dass jetzt noch die richtigen Akkorde kommen. Ja. Und wenn, können auch die mal kommen, aber das wird ja sehr schnell langweilig, weil dann alle wissen, wie es weitergeht. Ja, kommen. Danke vielmals und schon geht es wieder weiter. Ja. Das ist interessant, oder? Ja. Okay. Ja, sehr spannend. Danke. Danke. Läuft? Ja, okay. So, ich habe im Prinzip nur drei Fragen. Die erste Frage, also in meiner Arbeit beschreibe ich, stelle als Hypothese, freie Improvisation ist eine Echtzeitkomposition, beziehungsweise kann einer sein. Bist du damit einverstanden? Ja, das kann man nur mit Ja beantworten. Ja, genau, okay. So, zumal du das ja auch offen gelassen hast. Also es ist eine oder es kann eine sein. Ja, genau. Ja. Okay. Okay, dann zum Begriff vielleicht, weil ich hatte dann so ein Problem mit meinem Supervisor. Er wollte dann unbedingt so auf die Begriffe eingehen. Wir müssen nicht diskutieren, was Improvisation ist. Das ist, ne? Aber was ist dann Komposition dann für dich? Beziehungsweise oder der Unterschied, sagen, okay, Unterschied zwischen Komposition und Improvisation. Ja, ich kann das aber trotzdem nur im Zusammenhang sagen. Ja, okay. Weil für mich ja Komponisten sind ja Menschen, die sehr viel Zeit haben zu überlegen, und die Zeit haben, sich zu entscheiden und die ja noch versuchen, so wirklich das optimalste Resultat zu erzielen und die immer eine Form finden wollen, die dann so fixiert ist, dass egal, wer das dann interpretiert, also egal wie gut oder wie schlecht die Interpreten sind, dass dann für ihn immer noch ein Ereignis rauskommt, mit dem er leben kann. Und deswegen versucht er das ja möglichst genau zu fixieren und möglichst wenig Spielraum zu lassen, egal wer das auch immer spielt. Wie zum Beispiel Schumann, der jetzt sich ja aufgeregt hat über die Improvisatoren seiner Zeit, weil er eben, deswegen hat er ja auch dann alles genau festgelegt und fixiert. Er wollte dann, damit er jetzt nichts anbrennt. Ja. Und insofern ist das für mich eine Anregung, das bei der Improvisation auch zu versuchen. Das heißt, dass man versucht, seiner Improvisation einen Verlauf zu geben. Oder auch nicht. Ne? Und zumindest, dass man die Entscheidung trifft, dass man definiert, was ein Anfang und was ein Ende ist, dass man... Also als Improvisator. Als Improvisator. Improvisieren. Ja, dass man auch das ganze Stück, was entsteht, während des Improvisierens beobachtet und dann Entscheidungen trifft, die ein Komponist vielleicht auch treffen würde. Weil er jetzt sagt, okay, das war jetzt der erste Teil,
da reagiere ich drauf, indem ich einen Kontrast einbaue oder ich verwende Ideen vom Anfang nochmal. Und dass man auch in der Komposition, das ist auch eine weitere wertvolle Anregung, dass man zum Beispiel nur mit einer Beschenkung arbeitet oder mit so einer Idee, die das ganze Stück beeinflusst. Denn das ist meiner Meinung nach auch eine Möglichkeit, dass jede Improvisation anders werden kann. Also weniger so was rein empathisches oder nur vom Gefühl aus, sondern dass man da gestaltet. Und dass man versucht, so nah wie möglich an so eine Improvisation insofern ranzukommen, dass sie eher so das Ideal hat, perfekt zu sein. Aber kann sie natürlich nicht, aber dass man eben so viel wie möglich rausholt. Ja, okay, im Prinzip hast du ja dann eigentlich auch die zweite Frage so halbwegs geantwortet. So, was braucht man dann, welche Mittel oder was muss man dann wissen, was braucht man dann als Musiker zu lernen oder zu können, um dann aus der freien Improvisation zu behaupten, das ist eine Komposition. Ja, ob ich das jetzt behaupten würde, ist jetzt eine andere Frage. Na ja gut, okay, dann entscheide zum Schluss. Dann. Ja. Ja, Zuhörer oder also was jetzt sicherlich ein ganz anderer, also was ganz anders ist, komplett anders ist, dass man diese Entscheidung ja innerhalb von Sekunden hochteilen trifft und dass man diese Entscheidung immer wieder trifft, mehrmals in so einer Improvisation und dass man mit diesen Entscheidungen sofort leben muss. Genau. Dass man also auch sofort sagt, das akzeptiere ich jetzt und dass man jetzt nicht sagt, Moment mal, das hätte ich besser machen können. Du kannst ja nicht sagen, stopp, wir fangen nochmal an und wir finden eine optimalere Lösung. Du kannst nicht nochmal anfangen, du musst damit leben, aber du brauchst also so eine richtige Entscheidungsfreude. So einen Spaß daran, jetzt mache ich das. Natürlich musst du im Gegensatz zu einem Komponisten, der ja sehr komplexe Vorgänge übereinander legen kann, weil er viel mehr Zeit hat, dann musst du versuchen, auch komplex zu agieren. Also, dass du mehrere Dinge gleichzeitig verfolgen kannst. Das, was du gerade spielst, das, was du vorher gespielt hast und das, was du vielleicht noch spielen möchtest. Dazu kommt, wenn man nicht alleine spielt, kommt dann noch kommen die anderen Spieler dazu. Weißt genau. Du, wie kann man auch in der Gruppe das so quasi kompositorisch beeinflussen, auch wenn die anderen das vielleicht nicht machen. Und dann ist ja auch noch wichtig, wie die Improvisation selber sich entwickelt. Wenn die in die Richtung geht, die man selber gar nicht so geplant hat, dann muss man das ja auch akzeptieren. Man muss damit auch leben können. Also man muss ja relativ so Multitasking im besten Sinne muss man da betreiben. Und dann finde ich es natürlich auch gut in den Dingen, die man davor tut, zum Beispiel, dass man einfach sich sehr viel beschäftigt mit Kompositionen, mit Techniken, die Komponisten verwendet haben, mit Prinzipien und mit Musik generell. Nicht, dass man da jetzt sagt, ich übernehme das, sondern einfach, der hat es so gemacht und das kann für mich auch mal eine Anregung sein, so zu denken. Also auch die unterschiedliche Art, wie Komponisten denken, das ist ja auch sehr faszinierend. Ja, ja. Und das ist, ja genau, und das kommt ja gleich die nächste Frage, die letzte eigentlich im Prinzip. In deiner musikalischen Improvisation, in deinem Tun, welche musikalische Techniken benutzt du konkret dann so? Was würdest du dann sagen, also für dich persönlich, welche moderne kompositorische Techniken des 20. Jahrhunderts nutzt du dann? Ja, eigentlich versuche ich da alles einzubeziehen oder zumindest alles mal kennenzulernen. Natürlich ist also 12-Ton-Technik ist zum Beispiel klar, das ist ein ganz wichtiger Einfluss. Aber 12-Ton-Technik im Prinzip in der Improvisation ja. Ist ja bedingt zu nutzen. Na klar, das ist ja immer so. Ne? Ja, ja. Das kannst du nur bedingt nutzen, aber zum Beispiel die Idee, dass die Töne frei sind, das finde ich, das ja. Ist etwas, was für die Improvisation genauso gelten sollte. Dass erstmal, wenn man anfängt, prinzipiell jeder Ton gleichberechtigt für sich stehen kann. Man kann natürlich dann das Konzept wieder verwerfen und sagen, heute ist mal nur ein Ton. Steht im Mittelpunkt oder im Klang. Aber erstmal diese Idee, die ist ja auch so eine gewisse, also führt zu einer Gleichberechtigung der Musik und hat ja auch eine Revolution eingeleitet in der Kompositionstechnik an sich. Und dann natürlich eigentlich sämtliche Technik. Minimal ist natürlich auch für eine Komposition sehr interessant. Okay. Oder die offenen Formen ja, zum ja. Beispiel, ja, ja. Ne, bei Boulez. Ja, oder ja. Aleatorik. Ja, das ist ja eine Folge, ist ja eine Folge der 12-Ton-Technik. Ja, ja, okay. Genau. Ja, ja, also, genau. Wenn man das dann mehr auf die Spitze ja, ja. treibt. Oder dann haben wir Pointillistik, Sonoristik, das sind dann so als Techniken. Ja, ich finde auch zum Beispiel die, genau, aber ich finde auch die,
wie heißen Sie jetzt nochmal, die Spektralisten, sehr interessant. Ja, so zum Beispiel, okay, wir hatten ja heute gerade mit Christoph darum gesprochen, hat er auch dann gesagt, die Spektralisten. Wie könnte man zum Beispiel Spektralisten, spektrale Technik, die Kompositionstechnik, bei uns in den Improvisationen nutzen? Inwiefern? Ich bin sicher, dass das eigentlich jeder schon mal gemacht hat. Das ist ja schon, wenn du anfängst, mit einem Ton zu improvisieren. Okay. Und dass du dann natürlich abhängig vom Instrument zum Beispiel mit den Obertönen arbeitest. Okay. Ja, oder mit der Obertonreihe. Okay. Wenn du im Klavier spielst, dann hast du ja so die Möglichkeit, mit Obertönen zu arbeiten. Und dann ist ja beim Spektralisten auch interessant, diese, also generell Material begrenzt zu denken. Ja. Okay. Und vor allem, dass man den Fokus auf dem Klang hat erstmal. Ja. Auf die kleine Einheit, auf den Sound oder auf, ja, auf den Sound oder auch auf den spektralen Klang, wenn man den so in Bestandteile zerlegt, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit Elektronik zu arbeiten. Okay. Dann spielt das ja auch eine Rolle. Und dann, wie man das in Bewegung bringen kann. Also wie man das dann mit Tempo, Metrum, mit Rhythmik oder Puls verknüpfen kann. Ja, das ist, haben wir jetzt noch eine Technik vergessen, da bestimmt. Zum Beispiel Mikrotonalität wäre ja auch ein Thema, ne, wenn das geht. Auf dem Klavier ein bisschen schwierig, aber dann musst du wieder Inside spielen. Ne? Ja, ja, ja. Kannst du da auch was machen. Ja. Oder, was fällt mir gerade so gar nichts ein. Also manchmal ist es auch der Personalstil, der einen inspirieren kann, zum Beispiel Au Pair. Ne? Ja, ob das Minimalistik ist? Nee, das ist ja, jetzt ja, keine, ist, ne? Ja, ja, so ein Tintinnabuli-Stil heißt das, sein Stil. Ja, ja, okay, gut, ja, ja. Das ist ja, auch eine Haltung der Musik gegenüber, ja. Die mir dann auch mal gefällt. Aber das heißt ja nicht, dass man irgendwas von den Sachen jetzt nur noch nehmen sollte, sondern eher als Anregung. Oder Feldman zum Beispiel. Also einfach eine Idee von Musik und Pausen. Ja, natürlich geht es. Das ist extrem wichtig. Oder grafische Notationen generell sind Inspirationen. Stockhausen, die verbalen Kompositionen, das ist ja ein weites Feld. Das ist für Improvisationen eigentlich auch ein Muss. Ja, muss man auch machen. Ja, jetzt habe ich bestimmt was vergessen. Naja, eigentlich. Also zum Beispiel nehme ich auch Inspirationen aus dem Jazz, was jetzt das Rhythmische betrifft. Das Rhythmisch-Metrische. Ja, also Metric Modulation zum Beispiel. Mhm. Wenn es mal, mal passt. Ja, 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 ja. Okay. Ja, okay, gut, danke. Das war's ja eigentlich. Ja. Okay, super. Danke. Ja, wenn dir das weiterhilft. I just have two or three questions. For my thesis, the hypothesis, what I make, that that free improv is instant composition. So maybe a little bit less to say. So free composition can be, as instant composing. We can thinking about it as instant composing. And what do you agree with it? Oh. Yes, I think the idea of composition, though, has become stuck, or became stuck in the 19th century. As Bert was saying yesterday, composers no longer improvise as a matter of course. So composition came out of improvisation. Some composers still use improvisation as a way of feeding their compositional practice, and some try and get away from that. But maybe composition is the problem word, and I think maybe we're moving back towards thinking about music as a holistic thing and not composition as a separate entity, which doesn't quite answer the question, but it's that's what I think. What do you think? I think I agree with that. I mean, if it's a good improvisation, especially if we're listening to the, let's say, bands or artists who are thinking that way. I mean, they're conscious about that. So,
Yeah, there are many examples. Of course, it can be bad improvisation as well. Which make no sense. But the same thing goes for bad compositions, I think. So, yeah, I do agree with that. Of course, the improvisation has this privilege to let's say make mistakes. This is like it's instant. It's here and it's now. So, you sort of the train can go all kinds of directions, you know. So, and also mistakes are accepted, and they're very they can be very interesting moments. So of course it's but it's details I think in general yes it is and I think improvisers that they many improvisers they think the same way as composers do they searching for methods they're searching for different ways to compose and let's say use it in the improvisation process and in this case which is the difference and between the composition and the improvisation what do you think so If we think that free improvisation is instant composition, and what is the difference between free improvisation and composition? What is the difference? Is it there? That comes down to definitions, really. I mean, your first question was, you know, is improvisation can improvisation be an instant composition sort of implies that you have a definition of composition already but some people have very different ideas of what composition is and some people want to believe that composition can only be something that is preconceived and fixed but of course but improvisation we can conserve But also composition can be unfixed. One can look at things that happened in the last century where composition has flexibility and openness, and composition which is where some composers have tried to be absolutely fixed with every possible atom of their body. So what was the second question? Sorry, yeah, moved off again. Difference between improvisation and composition. Well, it depends where your definition of composition lies. They can be very, very close, or they can be further away. Yeah. Okay. And what we need? What the modern musician need to make as improviser. To make from free improvisation to make instant composition on playing. I mean, this is technical question, so I mean. Mm-hmm. Well, I mean, it's the same qualities as any other kind of musician, I think. Of course, technique. The ability to play the instrument. Listening, this is the most important a moment in playing in an ensemble, of course, but it could be solo thing or anything else. But I would say knowledge, like analysis, and also like knowledge of lots forms. Of music forms. Or I mean, it can be intuitive knowledge, which comes from playing repertoire music or jazz or classical pieces. It's experience. I think it's experience and knowledge of language, maybe different languages. It's very personal, you know, also. So, I think I kind of answered probably the question. It's a bunch of things which any kind of musician should have. Yeah. Then again, I mean, we have those performance artists who are musicians and who cares if it's good ideas, you know, it can be very interesting. Yeah. So, yeah, there are different ways to express yourself. Improvisation is the of course it's about expressing yourself, not making maybe replica or like repeating something for somebody else. That's also sort of something which we are aiming for. Most of improvisers, I think, find our own way through this music, because improvisation is not a style, I think. Yeah, it's
it's so abstract, it can go anywhere, it can be anything. You could characterize improvisation as more a product of the subconscious mind and composition more a product of the conscious mind. You might want to make that sort of, look at that kind of, is it a spectrum? I don't know, between the way the subconscious mind is working, which has to happen in improvisation, that has to be the driver because the conscious mind's too slow. In composition, you can use the conscious mind to make the kind of decisions that you wouldn't make subconsciously, perhaps. Or to reflect on out of time. So the composition can happen out of time, which is just a different way of conceiving of things that will happen in time. Yeah, so yeah. So I'm researching about also what you say that we need musician knowledge to know the modern techniques, compositional techniques, for example, to make good instant composition. Then the knowledge of forms and so on. Do you have some special techniques or what do you use? What do you make? So your own tricks or some. Well, I would say it's my way. There can be many other ways, as I just said, and I have a couple of artists on my mind who has no skills at all, and it's brilliant and interesting stuff they're creating, you know, out of anything. Well, who is this? I mean, it doesn't matter, but it's like, John Cage idea that anything can be music. You know, you usually just to play this record, and it's already everything which is around can be music, and you can do this, and it's really, I think it's very personal ways actually. Since I'm classically trained and jazz trained musician, I'm getting deeper into this kind of different techniques. But this is my way. Yeah. I like doing that. Yes, I like playing the instruments. I like this kind of, in a way, you could say, perfectionistic touch to the instrument. Yeah, yeah, okay, I mean this one. Okay, so you that you, this? Yeah, okay. Yeah, there's a concrete. You are the perfect playing on instrument, and from that. I don't know what's perfect again, you know, it's also. I'm. Yeah, but I have this kind of, if you're interested in practicing routine, so I have this kind of discipline. Time with my instrument, and then I have the looseness. So I always combine this. So like any kind of discipline, let's say way of practicing has to come to the to I have to put into the music sort of. So I use this principle. Okay, I'm practicing on specific things, and then I'm loosening up. So that means improvising with that. Yeah. So it's like this. It's a balance of things. Yeah. And that goes on for many years now like that. So at the moment I'm doing alternative techniques in the playing instrument. I think it's, and I don't know what will be tomorrow, you know, sort of. Yeah. But it's very personal, you know. There are many ways of creating music. Yeah, or not special techniques or like, as a minimal music, or so sonoristic, pointillistic, or something like that. Yeah, if it's interesting, you just plunge into it. Yeah. And okay. Checking it out. Yeah. And by you? So I started as a composer, but I started writing instrumental music. But then when I discovered the studio, the Electroacoustic Studio, I fell into that as it just felt like home. But that, when I started, was big mixing desks, tape recorders, cutting tape, and having a very physical interaction with all of that technology, which I suddenly loved. I thought, okay, so I'm away from making scratching sounds on a piece of paper to write a score. Suddenly I'm working with sound. And that compositional process always felt an improvisatory process, although a process that I could revise and revise and revise, but always
something that I had my a kind of whole body involvement in. And it was only after maybe 12 or more years composing in that way that I actually started to bring that into a live situation, starting to improvise. So my kind of compositional concerns and ideas and techniques found their way into ways of doing those sorts of things live. So that I think my composition in the studio was always concerned with a sense of detail and sound. So what I do with technology tries to kind of explore detail of sound rather than any other compositional kind of processes or principles. So I'm less interested in synthesizing and creating kind of structures before filling them with sound. I'm more interested in finding sound and discovering the structures within sound, which seems to translate quite well into what I do with live electronics. Yeah, okay. Yeah, thank you. I think I would like to add one thing to the first question you asked about the difference of composition and instant composition. Yeah, yeah. Especially, I think the important thing in this in this way of playing in improvisation is especially is that you know, especially when I'm playing with other musicians, you have to be open to other suggestions very much. So any kind of, let's say, if you do the instant composition, let's say if you pre-do a plan, it's completely wrong, I think, because you know, then you're kind of blocking other people's suggestions, because you're kind of stuck with your own form plan maybe, and you're not hearing others anymore. I ran into this kind of situation a lot of times. So, you know, talking about this, let's say, going back to this, what's the difference, you know? So it's like, I would say, collective maybe composing, instant composing with your buddies, with your colleagues, right on the spot. And then again, it's also a very interesting point that the bands which are working for many, many years, they kind of are, of course, talking about the music they're creating. They're creating their own language and the language they speak and they understanding, and becomes a very logical compositions, I think, anything they play. Versus I just listened last autumn to the band which exists for 30 years. It's Evan Parker, Barry Guy, it's amazing. I mean, they just, you know, it's like a classical free jazz trio, but they speak the same language. And form wise, I was amazed how logical that music is actually. But that's what people develop through the years, and not necessarily as would be so logical, you know, hearing the band we just started playing yesterday. You know? So it's a long process. I think there's a book came out last year called Social Aesthetics of Improvisation, I think Georgina Bourne. I'll dig out the reference, but talking about actually the kind of social interaction, the kind of, you know, actual person-to-person interaction that happens in music is really important and often overlooked. In instant composition, where there's more than one person, of course, then it is it's more than just a simple musical interaction, but also live composition, if you like, for an audience is very different to sitting in a room on your own, only with yourself, composing something. Yeah, exactly. And that must have a big influence on the way in which music manifests itself. Another example would be Ganelin Trio. That's an old band from Lithuania. It doesn't exist anymore. The way they started playing together, they were actually doing making forms, writing them down. And during the years they were doing that, they kind of stopped doing that. At some point they didn't need to do it anymore. They could just play, you know, and anything would, you know, sound logical, you know, anything they do. So it's it's an interesting process, I think. Processes. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, okay. You want to test the volume or not? No. It's doesn't matter. First of all,
the first questions. First question is agreed to to my thesis is that free improvisation is instant composite or real-time composition. Are you agree about it? Yeah, after all the discussion we had, yes. Yeah. Okay. Yeah. He's here. I'm just sometimes a bit questioning this definition, simply because for me, free improvisation is an art form in itself, so there's not even need to use the word composition. You know, if I think Coltrane, Ivan Park, all the great, I mean, the great free jazz players, the great improvisers, they are fantastic, even if what they do, they call it however they call it. So personally, I just think that there's no need even to call it composition. It is an art form. It's improvisation. It's that thing. So it's a very positive claim. Yeah, yeah, okay. That's my point. Yeah, yeah. You know, okay. Yeah. So then we have the other question. What do you mean, what we need to declare free improvisation as composition? I think at the beginning there was a need to make sure that people would take it seriously, especially in academic circles, classical music circles. But for example, I don't know, for me it has been always like, yeah, there's not this need, I don't feel it. But, you know, probably back in the days there was a lot of need, even more than now. It was very important to say, you know, we can play, we are good. It's not that we are just doing things around, so. Yeah, yeah. Okay, so then, okay. And which, see a difference. Now, okay, you see the difference, but which is the difference for you, or maybe not, between composition and improvisation? If we think like the written Western composition, I think the main difference is that in composition you can freeze the time until you find the right solution. You have all the time you want. You can have 20 days to write one bar. And of course, as Steve Lacy said, in improvisation, you have the same time you have. The same time of the performance is the time you have to make the piece. And the second is the communication. I mean, writing on paper allows to have different performers playing, not only the one that composed, in a way. So it's also a way to communicate something. And finally, as we discussed today, that with writing things, you can abstract certain thinkings, for example, creating complex counterpoints, serial techniques, and so on. So these are the differences. On the other hand, I think you cannot really get as a pure performative thing as in free improvisation. In a way, is the declaration or is the manifestation of the creative act. You know, it's a bit like putting naked creativity in its most possible naked and bare form. Yeah, yeah, okay, yeah, yeah. I think, you know, in those days I'm thinking a lot about Coltrane and why he went in the last years to free music. And I really think that it was into trying to sort of reach the core of music making after being, you know, the biggest expert of scales, chords, technique, even modal, long forms, and so on. Then at the end, he just decided to go even deeper on what's happening when we make music. Mm-hmm. Okay, yeah. And the last question is, if you make, if you play intro, which modern compositional techniques you use?
vocal, because I'm yeah. looking for the modern compositional techniques, yeah. what we can adapt for our free improvisation. Yeah, well, more than serial, of course, intervallic. You okay. know, a bit, maybe a simplified version of the Elliot Carter kind of intervals and transpositions. Of course, this is possible to use. Mm-hmm. Then this kind of a bit of micropolyphony, the ligeti micropolyphony, mm-hmm. this is possible. Some polyrhythmical stuff, definitely. What else? Multitonality, polymodality, all sorts of things. A bit also the Rutoslavsky, you know, kind of having a certain pattern and repeating it in different, with a bit of freedom, so the things are not so precisely put. Maybe a bit, of course, from Ives and maybe even Nancarrow, the idea of taking elements from different styles, you know, that you have the freedom okay. of yeah, yeah. picking up things if you want. Yeah, yeah. So something like collage or what? A bit collage yeah, yeah. or so, stylistic. Yes, yeah, like Zimmermann. I guess so, yeah. Yeah, okay. Bernhard, you mean? Yeah, yeah. Bernhard. Yeah, yeah. Yeah. Okay. I would say yeah. those come to my mind. I'm sure there are others. I mean, I would say also the idea of separating the different elements, you know, intervals from texture, from rhythm, and working separately with this is a very contemporary thinking. Of course, I'm thinking of some exercises that I've done with Anto. Some of the things are taken from this Alvin Lucier, you know, this kind of piece that starts from nothing and goes fortissimo for solo tam-tam for 15 minutes or 20. This kind of also, performance pieces can be also used. Yeah. Really a lot of things, but you had clearly a point that, I mean, or maybe that one needs to adapt at some point a certain technique to make it possible to use it in real yeah, time. Yeah, yeah, yeah. That's yeah, yeah. it. Yeah, 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 yeah. So and what is with form, for example, for you? Mm. How you make a structure or form in your improvisation? I have to say, in this, I have a bit of not a final answer to it. I'm surely searching for. I would like to see some forms that are a bit more unexpected. I feel a bit that I tend to organize form a bit in a traditional way, which in a way was confirmed by what you presented today. Sorry. You know, yeah. a kind of arch form, ABA form. Of course, maybe most of the forms go there, but still I'm struggling with finding a form that is a bit more related, unexpected. Yeah, yeah. Like the material is. While I think at times, at least my form tends to become a kind of normal form. And maybe I've seen this in quite few, you know, the form is in a way almost academic, because this gives clarity, you know. But I'm still looking for it. Yeah, yeah, not academic is not the right word, more traditional. But this gives clarity for Western oriented musicians. Exactly. Yeah. yeah. Yes, of course. Yeah, yeah. For musicians in I don't know, in Java maybe it's that's completely different. Yeah, 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 yeah. But that's something that, for example, contemporary music has explored quite a lot. If I think, actually, for example, Boulez comes to my mind, a cage. They have explored this kind of, the last pieces of Boulez, you know, the last more or less 40 minutes, 50 each. And they are almost like Eastern pieces. Very long, very, you know, things just alternate and they're all going. There's not this need of being concise yeah. and clear. I think maybe in this, there's space for investigation in free improvisation still. How to make it alive, a big form. Yeah. But
that's just thinking. No, it's not. I'm not talking. I'm talking about what I'm thinking now about it. I don't have an answer. Okay. Yeah. Okay. That's was. Wonderful. Thank you. Ciao a tutti. Ciao. Vi voglio. Oh, okay. So. So, I'm writing about extended perspective for the musicians. So, and in my work, I write as hypothesis that free improvisation is composition. Are you agree with me? Of course. Yeah. Free improvisation is instant composition. Yeah. There's a famous sentence by Steve Lacy, you know that. When you are a composer, you have 3 years to think about what you want to say in 2 minutes. And when you're an improviser, you only have 2 minutes. Yeah. That's the difference, time. 3 years for 2 minutes or 2 minutes for 2 minutes. Yeah, it's just, yeah. So therefore, it was the next question. What the difference between composition and improvisation? It's just no difference. Yeah. I mean, it's just both composition and improvisation is a way of organizing sound on time. In time. Yeah. I mean, this and then that and then this and then poof. Yeah. Okay. And you can think for 3 hours, or you can just wait. That's my idea. Yeah. Okay. And the next question also, which, so I say that we can, I try to adapt the modern compositional techniques for our free improvisation, so like pointillistic, aleatoric, and so on. Yeah. Which technique? What you use and which technique you use? I use all the techniques, and you can learn from all the techniques and all the composers. I remember Derek Bailey. He learned from Weber. Mm-hmm. He was listening to Weber, not analyzing the scores, but listening to the music on the record and playing with the record. So you can get a serial mind, serial music. You know, just by listening, you don't have to look at the score. You can do it, of course. Yeah. Oh, I'm sorry, what you do? Goodbye. And then you look, yeah. And then you play. And then you can adapt this technique into your own. And that's the thing. And I use all kind of techniques. I like the romantic playing the instrument, like a traditional way of playing. Mm-hmm. It's okay, and it's hard to play like this. But I also like the jazz tradition. I like the contemporary music. I like folk music as well. Extended techniques, anything. I use anything at the moment I think I need to express my feelings. Therefore, it's if the question what we spoke about. So, about 5 minutes ago. So that what which skills should be the musician? I think musicians improviser should know. Improviser. Yeah. The most important thing is listening. To know how to listen. That's the most important thing for an improviser. Because we have no scores, we have no conductor, we have no rules. You only have your ear and your imagination and your memory on the moment. Not like yesterday, no, now. I repeat this or what he played. That's the important thing. So listening is crucial for improviser. If you don't listen, you are a bad improviser, I can tell you. Yeah. Okay, listening and which knowledge, also knowledge, I mean... Any. Yeah, everything. Everything, as much as you can. And I always tell to my students, play all kind of music. You will learn something from all the music.
old music, new music, pop music, rock, noise, electronic, tango, whatever you like. If you like it, great, because you will learn something from it. I once say I wrote something like a paper about the rubato, how the rubato is used in the 20th century. Okay, you wrote it. Yeah. Ah, I forgot this one many years ago. But I started with Carlos Gardel, the tango singer, in the 100 years ago, or the 20s. Mm-hmm. And then I came to Edith Piaf, Billie Holiday, Frank Sinatra, Antonio Carlos Jobim. Yeah. So, you know, there's a thread. You can, if you like to play rubato, you have to learn all the great singers and players rubato. Yeah. So just listen to Billie Holiday. Listen to Aretha Franklin, listen to Frank Sinatra, Antonio Carlos Jobim, how they play with tempo for the crazy of the You can use it. You have to learn. It's not like, oh, I play out all the time. No, no. Because there's a steady rhythm going on. You have to relate. To the rhythm, yes, of course. Laid back, maybe on top or something. Or wait and jumping. That's what everybody did. Billie Holiday and Carlos Gardel. Singing tango is fantastic. So, you can learn from everything. Like, this is just an example. Rubato, learn about rubato. Mm-hmm. It's not just you discover. No, you discover nothing. Yes. You just adapt. Yeah. From what other person did before. Mm-hmm. Because it's, I think it's, everything was done before. Everything. I can tell you. Yeah. We don't need to find something new. It's everything was done before. Yeah. We just learn. Yeah. We learn and we do it in our own way. Yeah. That's the only thing. Yeah. Okay. Yeah. That's good for you. Of course. It's I agree with it. But I needed just so a statement for my work that I write it, not that I wrote. Yeah. Just me, but okay. Agustí Fernández told also. Okay, sure. I'm happy. But it is everything, like complex harmony, complex rhythms, or simple rhythms. How to play simple rhythms in a meaningful way. Yeah. I play ping, pdp, but with good, not just like an exercise, like a stupid thing. Nah. No, can you play ping, pdp with some meaning? Yeah. Then you have to study a little bit. Yes. Researching self, like, how can. Okay. I write also about so one article. I write about musical aspects, melodic aspects. What can you say about your art of melodics developing or melody building or so? So just. Maybe. Yeah. Do you have some specialties or what you can say? Melody. I think I learned from all the music I play, as I said before. Yeah. And I play all kind of music. But for me, it's like the difference between the traditional music, be it jazz or folk or pop or whatever, and free jazz. Yeah. So, is that in traditional music, you are related to a harmonic frame. Yeah. So yeah. But when you listen to Ornette Coleman, it's not harmonic frame. Yes. You invent from the melody. Okay. So you think more intervals. Yeah. Than harmony. It's not. Yeah, because it's in C major. No, it's a melody makes the harmony itself. Yeah. And then you look more on the intervals you use. Okay. It's a fifth, it's second or third. Yeah. And then you can play do-do-do-do-do-do-do-do-do. But not because there's a harmony. Yes. You follow the melody. Possibilities of the simple melody. And you make the harmony from the... No harmony. I mean, if you play so the melody, you make with
you make harmony with the melody. So like, I mean, in the interval, you can put the harmony also from the melody, or not. Yeah. If I follow the melody, I just follow the melody. Okay. Yeah. So the main thing, you make the melody, and you don't think a lot of about harmony. No. Yeah, that's the point. Yeah. But also, I have some tunes that are a harmonic frame. Yeah. Very strict. Okay. And then I can play free inside the harmony. Okay. Yeah. I can also play harmony. Yeah. But when I play free, melody is free. I can go anywhere. Yeah. No, because all this is dominant. No. Yeah. You just follow your thinking. Yeah. About my imagination and my. Okay, I'll go there. Yeah. And the harmony will go with the melody. I mean, you don't... I don't need the harmony. Yeah, okay. Yeah. I know you use, classas and so on. Yeah. I mean, if you play melody, yes. What do you do with the... with the left hand, for example. If you play the melody with the right hand, what do you do with the left hand? I don't know. Sometimes nothing. Yeah, okay. Or sometimes I play the melody with the left hand. Yeah. Or I play two melodies. Or both. Yeah. Yeah, different, like counterpoint. Yeah. But not thinking of the harmony. Like, okay, like counterpoint. Yeah. That part. Yeah, it's for me, it's also the harmony. It's not so important in our kind of music. No. Yeah. Of course not. Yeah. Like, it's not that important rhythm. Yes. You play rock music. Yeah. You have to be on the rhythm, the beat and or jazz. You play with the tempo. But when there's no fixed tools, then you're free. Yes. To do whatever you like. Yeah. Also the melody, also the harmony. Mm-hmm. Mm. Yeah, it's interesting. Yeah, because for me, it's the melody aspect. It's more important in the free improvisation. It's more important to just everything else. Okay, written also, but my intention is to make free impro more melodically. So, I want investigate it. Perfect. Yeah. Sometimes I'm more melodic, sometimes I'm more rhythmic. Yeah. Sometimes I'm more about the structure, not structure, about repetitions or... And sometimes I'm just timbrical. Whatever. The line that goes is timbrical. That's it. I don't need melody, harmony, rhythm. Timbre. So I play with this. So like spectral. Yes. Spectral composition. Listen to the What's going on. So then you listen to this, you don't need harmony. Yeah. You listen to a different thing of the sound. Okay. Yeah, good. Thank you. Welcome. That is